Hallo, meine lieben Flammenwerfer, und willkommen zu mal wieder einer Disney-Prinzessin, aber einer neuen, nämlich Raya aus Raya and the Last Dragon. Ich habe gerade den deutschen Titel nicht im Kopf, ich weiß aber, dass der Film nicht Raya und der letzte Drache heißt. Aber ja, okay, das ist der neue Disney-Film, der, ich glaube, auf Disney Plus jetzt auch verfügbar ist oder im Kino. Das ist die Polybag dazu und damit selbstverständlich die günstigste Version Raya zu bekommen. Aber dieses Set ist auch sonst von den Teilen ziemlich, ziemlich interessant. Werden wir gleich sehen. Zunächst mal ist es die 33, nein, das ist die 30558 Raya und der Ongi. So sieht die Tüte aus. So soll das Set aussehen. Minus Hintergrund, minus Disney, minus Lego, minus 5 plus, minus Zahl, minus dem zweiten Bild von Raya hier und minus dem Schriftzug und dem weißen Gesimschen. Auch minus der Rückseite der Tüte im Türkis. Alles klar. Karton mal weg, damit der nicht mehr im Weg ist. Und dann machen wir die, hoppala, die Tüte mal auf. Schwächeanfall. So rum geht's. Das ist bestimmt, weil ich gestern den Brombeerdorn in die Finger bekommen habe. Ja, erste Symptome, dass ich daran sterben werde. Ah, okay. Vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Wir haben relativ viele Teile für eine Polybag. Vor allem dafür, dass keine weitere Tüte bei ist. Gleich ein Transclear Head. Nice. Transclear Kopf. Das heißt, es gibt eine Menge Köpfe drin. Es gibt nämlich auch nochmal, hier ist nochmal ein Pearl Gold Minifigurenkopf. Und jetzt kommt, was ich meinte mit selten. Fangen wir mal hiermit an. Die Wahrsagerkugel, beziehungsweise die Kugel ist, glaube ich, auch auf Mysterious Kopf. Kopfkugel halt. In Transclear Opal. Seltene Farbe. Gibt es nur in diesem Set, im großen Palast von Raya und in der Sesamstraße. Dann haben wir, wo war denn jetzt? Der Ongi ist natürlich ein neues Teil. Gibt es nur hier und in dem Bootset vom Film. Dieses Teil sowieso schon schön. Hier auch noch in der neuen Farbe. So nur im Palast und in diesem Set. Also das ist neu, das ist Medium Azure. Wir haben eine Koralle drin. Auch relativ selten, auch schön. Wir haben hierfür eine neue Farbe. Dark Dunkeltürkis für dieses Teil. Jede Menge neue Teile. Das ist doch schon mal. Nein, dich wollte ich nicht. Die wollte ich. So. Selbstverständlich ist Raya. Neue Bedruckung der Teile, das ist eh klar. Ist ja eine neue Figur. Ja, hier mit diesen rumgewundenen Bändern, ein schöner Gürtel aufgedruckt. Die grüne Hose gab es, glaube ich, schon mal, aber nicht mit dieser Hautfarbe. Mia hat ihn ein paar Mal getragen bei Friends. Der Gürtel geht auf dem Rücken noch weiter und das ist ein, nehmen wir weiter näher ran hier, schönes Muster für diesen Stoff. Geht auch komplett rum, auch über die Schulter. Das ist eine gute Bedruckung, auf jeden Fall. Und ihr Hut ist Hut und Haar, das ist auch nochmal ein neues Teil. Auch das ist erst mit den Raya-Sets hier eingeführt worden. Ist natürlich bei jedem dieser Sets dabei, weil jede Raya diesen Kopf hat, beziehungsweise diese Haare und den Hut hat. Sonst aber auch komplett neu und nett, wenn ihr halt was im asiatischen Bereich machen wollt. Nochmal eine seltene Farbe, der kurvige Degen. Degen, Dolch. Den kriegt sie in die Hand. So. Und sie kriegt aber noch was in die Hand. Jetzt muss ich gerade mal gucken, was war denn da? Ach ja. Okay, ja, eine Banane. Eine Banane. Immer nett. Nichts Besonderes, aber es ist eine Banane. Ja, kann sie jetzt den Affen mit erschießen. Wunderbar. Wie gesagt, Affe, auch komplett neues Teil. Und sehr schön gemacht eigentlich. Das Gesicht ist nett bedruckt. Hände und Füße haben noch ein bisschen Bedruckung. Ja, kleine Öhrchen. Oh. Und oh, ein Schwanz hat er auch. Sehr schön gemacht. Sitzt auf einer Einzelnoppe, hat oben auf dem Kopf eine Einzelnoppe. Wunderbar. Und dann haben wir natürlich noch unseren kleinen. Was ist das eigentlich? Ein Schrein? Ich würde sagen, es ist ein Schrein. Wie das zusammengebaut wird, verrät uns diese DIN A4-Anleitung. Keine Werbung für die anderen Sets. Seltsam, hier wäre noch Platz gewesen für Werbung für die anderen Sets zum Film. Wenn man Sets zum Film macht, dann will man das doch eigentlich auch, will man doch Werbung dazu machen.
Aber okay. Bin ich schon verloren? Nein. Der durchsichtige Kopf ist auffällig. So, was wird der am Ende darstellen? Ah, ja, alles klar. Der transparente Kopf kommt unter die Wahrsagerkugel. Okay, jetzt habe ich das Prinzip, warum der noch dabei ist, verstanden, weil ich dachte, den habe ich auf der Verpackung nirgendwo gesehen. Wo kommt der denn jetzt hin? Jetzt plötzlich macht das alles Sinn. So, genau, jetzt sieht man hier nicht mehr, jetzt ist auch völlig egal, was da drin ist. So, ihr kommt an die Seite, wenn ihr jetzt noch gerade kommen würdet. Aber das machen wir gleich mit. Welche kommen da drauf? Diese kommen da drauf. Da zieht das dann auch schon gerade. Plupp, plupp. Okay, ein Blümchen. Das ist jetzt nicht gerade der stabilste. Ich meine, da kommt bestimmt gleich was drauf. Das ist jetzt gerade nicht der stabilste Moment dieses Modells. Macht es auch nicht viel besser. Ich glaube, das ist, glaube ich, auch eine relativ seltene Farbe, die Palisadensteine in Dunkeltürkis. Auch nett. Also teilemäßig. Jeden Fall eine sehr nette Polybag. Vor allem auch jede Menge neue Farben, wie gesagt. Die Blumen in Flat Gold. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ist, glaube ich, eine Farbe, die es durchaus gibt, weil die als Schmuck schon mal vorkommen. Auch wieder nett zu haben. So, und dann muss ich noch den Baum zusammenbauen. Und der Baum, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass eine Koralle nicht als Koralle verwendet wird, sondern als Teil eines Baums. Ja, als Äste in Korallenfarbe, aber komischerweise. Gut, warum auch nicht? So, das ist ja dann schon komisch, dass hier nochmal ein Greifer ist, als würde da ursprünglich auch mal ein zweiter Baum hinzukommen und hat man dann doch nicht beigepackt. Wäre noch nett gewesen, aber gut, da kann man jetzt sonst was reinklicken. Das ist ja kein großes Problem. Das ist unser kleiner Schrein. Unser kleiner Affe bei dem Schrein. Unsere kleine Reiher bei dem Schrein. Wir haben eine Korallenblume übrig, eine grüne Blume, eine goldene Blume und hier Sonnenspike. Sonnenstachel. Der ist überraschend groß für ein Teil, das am Ende übrig ist. Das ist, glaube ich, ja, das ist weiches Plastik, also nicht das harte, damit sich an dem Stachel auch keiner ein Auge aussticht. Kann man übrigens trotzdem, wenn man unbedingt will, aber muss ja nicht sein. Das ist unsere kleine Polybag. Nettes kleines Ding, was man einfach mal bei was anderem beistellen kann. Ich werde es definitiv bei den restlichen Prinzessinnen mit rein kombinieren. Wie gesagt, für so eine kleine Polybag überraschend viele interessante neue Teile in schönen Farben. Dunkeltürkis, allgemein relativ seltene Farbe. Medium Azur, das Teil in der Farbe komplett neu. Ich habe das ja gerade am Anfang alles aufgezählt. Das ist teilemäßig überhaupt nicht schlecht. Nett. Für so eine kleine Polybag. Morgen gehen wir noch mal weg von Lego. Ich sag bis dahin.